Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier im Let's Play. Ist mittlerweile wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal eine Aufnahme gemacht habe. Und ja, dementsprechend muss ich gleich erstmal gucken, was wir überhaupt gemacht haben letztes Mal. Ich bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Es ist gerade eine ganz entspannte Aufnahme hier, gleich 14 Uhr mittags bei mir. Also wirklich sehr entspannt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Welt und gucken, was uns hier heute so erwartet. Genau. So, jetzt muss ich einmal gerade kurz überlegen. Wir sind hier auf dem Balkon. Ich muss mal vielleicht mal ins Inventar schauen. Dann fällt mir... Genau, wir haben Lapis gefunden letztes Mal, glaube ich. Ich gehe mal gerade hier rein und... Stimmt, wir haben, glaube ich, auch die erste Nacht hier in diesem Haus verbracht. Ne? Hier bei uns in dieser schönen kleinen Bude. So, und wir haben... Mittlerweile ein Stack an weißem Beton. Was natürlich noch lange nicht ausreicht. Wir haben ein bisschen weißes Farbstoff. Genau, davon müssten wir noch ein bisschen mehr farmen. Sand und Gravel wahrscheinlich auch. Ja, das wird wahrscheinlich so erstmal die nächsten Missionen sein. So, ich mache mal gerade das Lapis vielleicht einfach mal hier in die Kiste rein. Und was haben wir? Baked Potatoes. Stimmt, da hat mir jemand sogar gesagt, jetzt unter dem letzten Video, was rausgekommen ist in der Folge, hat jemand gesagt, dass es sich nicht lohnt, alles zu backen, sondern dass man auch etwas einpflanzen könnte von Kartoffeln. Na, da habe ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Und vielleicht sollten wir mal, wenn wir jetzt gerade mal hier sind, komm, dann mache ich das einfach mal, dass wir hier unser ganzes Getreide einfach mal farmen. Oder ernten. Zack. Und dann natürlich auch immer schön nachpflanzen. Krass, das ist jetzt unsere erste Riesenportion an Getreide, glaube ich, die wir bekommen. Vor allem, das ist jetzt, glaube ich, wirklich sogar alles reif. Wir waren jetzt auch schon übelst lange nicht mehr hier. So, das heißt, wir reißen hier erstmal ganz entspannt erstmal alles raus. Zack, 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 zack. So. Hier wird alles mitgenommen. Und natürlich auch ordentlich wieder nachgepflanzt. Und ich sehe gerade, wir haben schon... Guck mal, 59 weitere Samen, die wir theoretisch einpflanzen können. Also wir könnten uns ein übertrieben riesiges Feld hier hin machen. Ich weiß jetzt zwar noch gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. Aber... Ja, so, ich guck mal gerade. Hier ist unsere Hoe, die Hoe. Glas haben wir auch noch. Stimmt, ich glaube, wir haben das letzte Mal hier diese Glas... Bereiche auch fertig gemacht. So, dann gucken wir mal gerade, dass wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen das Ganze erweitern. So, so ein bisschen immer nachpflanzen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das überhaupt noch mit dem Wasser verbunden ist oder ob das vielleicht sogar schon zu weit weg ist. Keine Ahnung, das weiß ich ehrlich nicht. So, und ich versuche das Ganze irgendwie nicht so ganz so quadratisch zu machen, sondern alles so ein bisschen wild, sage ich mal, anzuordnen. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz nice. So, und ansonsten würde ich sagen, dass wir rote Beeten halt auch noch einpflanzen. Ne? Zack, zack, die ganzen roten Beeten, auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was man damit machen kann oder ob man damit nice Sachen machen kann mit diesen roten Beeten. So, aber erstmal alles einpflanzen, davon hätten wir jetzt auch 21 weitere. Komm, davon würde ich aber sogar noch mal ein bisschen mehr einpflanzen, weil davon haben wir jetzt nicht so viele hier in unserem Feld. Das heißt, wir machen einfach mal, zack, hier noch mal so ein bisschen, vielleicht hier noch mal so ein Feld und hier auch noch mal, zack, 1, 2, bam, bam. Nice! Sehr cool, feier ich. So, wie viel haben wir denn jetzt davon? 42 von diesen, vom Getreide. Also daraus könnten wir uns weiteres Brot machen. Oder wir lagern das einfach so ein. So, wir haben da schon mal 3 Stück 45. Ich lagere das erstmal ein, weil ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal nicht Brot. Wir haben noch so viele von diesen Potatoes, die wir auch essen könnten. Und so, das kommt dann einfach mal hier rein. Genau, so.
vielleicht generell so ein paar Sachen, also die ich jetzt vielleicht, was wir alles noch so machen könnten oder machen müssten, würden und so weiter, wäre. Also, wieso ist das Schwert schon fast kaputt? Okay, wir haben aber noch ein neues, das ist gut. Also, es gibt ja so mehrere Sachen. Einerseits will ich natürlich noch da zu dieser einen Insel, wo wir waren, um dort unser, das weiße Haus, also das Haus mit dem weißen Beton, sag ich mal, zu bauen. So, dafür brauchen wir halt die ganzen Sachen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Nächten vielleicht ab und zu mal wach bleiben und so ein paar Skelette killen. Genau, dafür könnte man eventuell, ich nehme mal gerade die Sachen hier auch mit. Und hier das Ganze auch, und dann werde ich das auch nicht nachpflanzen. Ist das nicht so, dass das... So, wir machen mal das ganze Feld hier kaputt. So, genau, und währenddessen kann ich jetzt vielleicht einfach mal weiter quatschen. Genau, und ich zwar dachte ich, dass wir eventuell auch nochmal vielleicht so mit Verzauberung und sowas anfangen können. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht genau, wie aufwendig das ist, aber das könnte man eventuell auch angehen. Genau, und ansonsten, wie gesagt, halt Skelette in der Nacht killen so ein bisschen, weil wir die ganzen, die ganzen Knochen brauchen. So, für das weiße Farbstoff. Ansonsten Gravel brauchen wir noch, Sand brauchen wir noch. Und irgendwas hatte ich noch im Kopf, glaube ich, was wir machen können. Ich weiß es jetzt gerade aber nicht mehr. Genau, aber dafür, also falls wir Verzauberung machen, dafür brauchen wir auf jeden Fall Bücher, beziehungsweise Bücherregale. Das heißt, wir müssen hier das ganze... Zuckerrohr, nicht Bambus. Das ist krass, es wurden so viele von euch einfach unnormal getriggert, dass ich immer hier Bambus zugesagt habe, obwohl das Zuckerrohr ist, weil Bambus ist ja etwas anderes. Es gibt ja Bambus in Minecraft, das ist nochmal ein anderer Block oder eine andere Art von Pflanze. Und das hier ist Zuckerrohr. Also sorry für alle Leute, die ich damit ein bisschen getriggert habe. War nicht absichtlich. Genau, ab jetzt werde ich immer Zuckerrohr sagen. Hoffentlich, wenn ich das nicht vergesse. So, das können wir noch mitnehmen. Und dann würde ich sagen, dass ich einfach schon mal, zack, ganz viele Papiere daraus mache. Das kommt dann hier zum Papier. Und wir werden auch noch viel mehr Birkenholz brauchen. Das müssen wir irgendwann mal auch dann organisieren. Genau, so, Glas könnte ich vielleicht wieder hier reinpacken. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. So, genau, das wollte ich hier nochmal reintun. Die Samen kommen dann auch einfach mal hier rein. Ich merke gerade, dass hier schon Samen waren. Zack. Das passt, das kann auch hier rein. Wobei, wir können vielleicht noch mal ein paar Birkenbäume setzen, weil ich glaube, dass wir letztes Mal gar nicht mehr so viele Dings hier hatten. So viele Birkenbäume. Das heißt, ich werde die jetzt einfach mal nachpflanzen. Und ich habe da gerade was gesehen, was ich dann auch noch mal ganz kurz machen möchte. Eine Kleinigkeit. Und zwar hier diese Blumen habe ich hier gerade gefunden. Die würde ich gerne mitnehmen und bei uns da vorne gleich einpflanzen. So, dann vielleicht hier noch mal eine Birke hin. Hier nochmal eine Birke in diese Lichtung. Hier haben wir Fichten, die wir auch gezüchtet haben oder hier extra angepflanzt haben. So, dann muss ich einmal hier durch. So, hier vielleicht nochmal eine hin. So, und der letzte Setzling kommt einfach mal hier hin. Und jetzt wird es, glaube ich, auch gerade schon dunkel. Das heißt, ja, gleich können wir schon unsere erste Nacht wach bleiben. So, und die dachte ich hier hinzusetzen. Zack, zack, zack. Ja, kann man so machen. Ist okay. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie krass wir für die Nacht gewappnet sind. Also wir haben Fackeln, das heißt, es ist hell. Wir haben zwei Schwerter. Unsere Rüstung ist eigentlich auch noch ist ganz okay. Nahrung haben wir auch. Ja, ansonsten, man könnte sich halt vielleicht einen Bogen machen, aber wir haben auch keine Pfeile, ne? Wobei, Pfeile würden wir ja bekommen, sobald wir Skelette killen. Vielleicht machen wir das sogar. Ich guck mal gerade. Dafür brauchen wir ja nur Spinnennetze, die müssten hier drin sein, also diese Fäden. Ich glaube, drei Stück. Und wir haben ja sogar ein paar Pfeile, aber gut, vier Stück, das lohnt sich jetzt auch gar nicht. Und Sticks, glaube ich, ne?
Ich guck mal gerade, Sticks haben wir hier zwar nicht, aber dann machen wir uns einfach ein paar. So. Und dann war das, glaube ich, so. Und so. Genau, jetzt haben wir einen Bogen. Und dann würde ich sagen, let's go. Also was heißt let's go? Ich würde, glaube ich, wow, ich würde einfach hier in der Nähe bleiben. Und, ja, genau. Also jetzt nicht so weit abhauen. Wieso ist hier einfach so ein Erdblock? Keiner checkt, ehrlich. Alter, wie cool das auch aussieht mit diesem, mit dem lilanen Himmel abends. Alter, das ist ja krass. Normalerweise schlafe ich um diese Zeit immer schon. Das sieht aber ehrlich eigentlich richtig cool aus. So. Und ich fühle mich so bei diesen Bäumen immer so ein bisschen unsicher, weil ich denke immer, ich glaube, da war ein Skelett, ja, da ist ein Skelett. Weil ich denke immer, dass dann so ein Creeper irgendwo dahinter ist und ich den einfach übersehe. Okay, komm, perfekt. Zack. 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 Perfekt. Okay, und wir haben auch direkt, jetzt treffe ich wahrscheinlich nicht. Oh, doch, direkt. Nice. Okay. Und zack. Junge, wie wir abgehen. Okay, direkt zwei neue Pfeile. So, das Schwert ist jetzt kaputt, das erste. Aber wir haben natürlich noch ein Schwert. Und wir haben jetzt zwei Knochen schon. Also ich muss auf jeden Fall immer ordentlich essen, dass wir unser Leben auch wieder nachregenerieren. Oh, okay. Shit. Zack. Wow, hör mal auf jetzt hier. Hallo. Zack. Weg mit dem. Ich meine, das ist nur ein Zombie, aber zack, einfach mal weg mit dem ganzen Zeug. Also deshalb habe ich immer Angst bei so Bäumen, ne? Weil man da irgendwie nie sieht, von wo die Dinger kommen. Und plötzlich stehen die auf einmal hinter einem. Und solange das jetzt, sage ich mal, nur Zombies sind, ist es ja egal. Aber wenn da ein Creeper auf einmal neben mir ist, ehrlich, feiere ich nicht. So. Spinne greift mich auch an. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob die mich angreifen wird oder nicht. Und ein Skelett ist direkt dahinter auch. So. Zack, zack. Ups, hier kann ich nicht springen. Und da hinten ist ein Creeper. Und da ist noch ein Skelett. So, das Skelett würde ich gerne einmal anlocken. Wenn das klappt. Okay, ich habe den Creeper angelockt. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Okay, okay, okay. Erstmal weg hier. Die Pfeile kann man wahrscheinlich nicht einsammeln. Krass, es geht ja ehrlich viel Nahrung dabei drauf, ne? Guck mal, zack. Das war schon das dritte Brot, was ich gegessen habe, glaube ich. Naja, okay, so. Da ist ein Creeper. Zombie. Geh mal weiter hier rein. Vielleicht einmal hier hoch. Und die Musik ist einfach so komplett fröhlich hier bei uns mitten in der Nacht. So. Jetzt hier jetzt irgendwie jetzt gerade gar nichts, ne? Okay, hier das Zombie. So, komm, machen wir. Machen wir den mal weg. Was war das denn für ein Move von mir? So. Zack. Auch wenn die nur irgendwie Schmutz droppen. Wobei, ich glaube, manchmal haben die sogar so ein bisschen speziellere Sachen, ne? Kann das sein? So verzauberte Sachen oder so. Oder Kartoffeln oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube irgendwie schon. Aber bis jetzt irgendwie nur verrottetes Fleisch. So. Erstmal direkt wieder ein Brot reinhauen. Schwert in die Hand, ganz wichtig. Und dann... Irgendwo hier war doch noch ein Skelett. Aber da war auch ein Creeper in der Nähe. Da ist das Skelett. Oha. Chill mal, chill mal. So, zack, zack, zack. Okay, perfekt. Das sind zwei Zombies. Solange es nur zwei Zombies sind, ist es halb so wild. Vor allem, man kann beide gleichzeitig treffen. Das ist cool. So. Und noch drei Stück. Oha, warte mal, warte mal. Irgendwie... Was ist das?
das denn für einer? Oha! Jetzt gleich ist... Oh, da ist ein Creeper, ehrlich. Wollte ich gerade sagen, gleich ist hinter mir irgendwie ein Creeper oder so und dann ist aber Schluss hier mit witzig, ne? Boah, ist... Boah, ich dachte gerade, der ist jetzt explodiert. So, perfekt. Okay, wir haben die alle vernichtet. Vernichtet wahrscheinlich. Moin. Genau, da hinten, da ist nochmal ein Skelett. Das ist gut. Da hinten ist ein Creeper, da ist aber auch ein Creeper. So, erstmal direkt wieder ein Brot essen. Aber krass, guck mal, wir haben nur 3 Knochen bisher. Ist das normal oder ist das einfach Pech, was wir haben? Wie viele Pfeile haben wir denn? 6 Stück, okay. Ja, da ist ein Zombie. Aber warte, man kann die ja, glaube ich, auch einfach anlocken, indem man die anschießt, ne? Weil da ist jetzt der Creeper. Ja, okay, moin. Ich sollte das nicht bei unserem Haus machen, ne? Ich lock den mal ins Wasser, weil ich glaube, im Wasser können die ja nicht explodieren. Beziehungsweise da machen die, ja genau, da machen die nichts kaputt. So, perfekt, dann ist der weg. Und dann können wir jetzt das Skelett hier angreifen. Zack und zack. Und da haben wir noch einen Knochen. Perfekt. 2 sogar. Ne, noch 1. 3 hatten wir schon, ne? Okay. Ein bisschen weiteres Farbstoff. Sehr, sehr nice. Oh, das war ein Creeper. Okay. Boah, Leute, genau davor hatte ich Angst. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Also das sind immer so die Momente, wo... ja, das sind immer so die Momente, Leute. Okay, jetzt sag erstmal Tür zumachen und ab ins Bett. Tschüss. Reicht mir. Reicht. 4 Knochen. Ja, ist, ja, ist okay, ist jetzt nicht so viel, aber naja, besser als gar nichts. So, wir haben, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Farbstoff wir daraus machen können. Können wir 4 Farbstoff daraus machen oder noch mehr? Zwölf sogar. Okay, nice. Okay, so, dann kommt das einmal hier wieder rein. Und, renn doch einfach, komm hier, einmal Schwert in die Hand, zack, weg mit dem, gib nochmal Erfahrungspunkte und weil es lohnt sich auch morgens, ich werde das gleich auf jeden Fall wieder zumachen, ich nehme mal gerade hier die Erde schon mal mit, es lohnt sich ja morgens, glaube ich, nochmal hier rumzulaufen, weil die Skelette ja alle verbrennen und wenn die verbrennen, dann droppen die ja auch nochmal Sachen. Das heißt, wir können ja einfach nochmal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo welche sind. So, da war ein Creeper. Hier ist schon wieder ein Zombie verbrannt. Okay, hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Und hier auch nicht. Doch, da hinten. Guck mal. Zack. Und ein Knochen. Guck mal, perfekt, Alter. Sehr nice. Feier ich. Okay, dann würde ich sagen, jetzt erstmal wieder zurück. Dann können wir diesen Knochen nochmal verarbeiten. Und dann, genau, haben wir das Ding hier schon. So, haben wir, genau, wir haben dann hier noch eine Axt. Dann, wenn wir schon mal hier sind, dann nehme ich auch direkt nochmal hier das Birkenholz mit. So. Die anderen Birken sind hier, glaube ich, noch nicht gewachsen. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten, bis das... Wieso sind hier immer so Blöcke einfach mitten im... Oh, im Nichts. So, und haben wir Erde. Weil da muss ich dieses Loch da vorne einmal gerade zumachen. Ja, genau, wir haben hier ein bisschen Erde. Das... Granit. Granit ist Schmutz. Dirt. Vor allem ist der Granit ist Schmutz, aber dann nehme ich Erde, also Dreck in die Hand.
So. Schmutz. Zack, zack, zack. Okay, sehr cool. So, jetzt muss ich auf jeden Fall auch direkt wieder essen. Dafür haben wir hier die Potatoes alle gemacht. Ich guck mal gerade, wie... Boah, guck mal, die geben sogar ordentlich Futter. Das ist sehr, sehr nice. Genau so, Sand. Dann wollte ich hier gerade den Knochen nochmal schnell verarbeiten. So, zack, weißes Farbstoff hier. Zack, 17 Stück davon. Gravel bräuchten wir halt noch, Sand haben wir ein bisschen was am Start, aber auch nicht so viel. Dann haben wir verrottetes Fleisch, das kann einmal hier rein. Wir haben dieses Ding, wir haben hier Pfeile, die können hier rein. Ein Buch haben wir schon, ne? So. Wie macht man nochmal Bücher? Ich glaube, dass man einfach nur Papier nebeneinander packen muss, oder? Oder so? Oder... Oder war das mit Holz? Irgendwie so? Oha, ich habe es einfach ehrlich vergessen. Warte, wie macht man nochmal... Wie macht man nochmal Bücher? So? Aber warte, es gibt doch hier. Es muss doch hier irgendwo sein. So, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwie... Ach stimmt, und irgendjemand meinte, ich kann mir so ein Schild machen und damit kann man halt Pfeile und so abblocken. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für die nächsten Nächte. Ansonsten könnte man sich vielleicht auch eine Angel irgendwann machen. Da kann man ja auch, glaube ich, so krasse Sachen fangen. So, was haben wir noch? Schaufel... Ja, die normalen Blöcke, das Ding hier, Rails, stimmt eventuell, ach guck mal hier, Bookshelf, so, Book. Ja, ich will aber wissen, wie man ein Buch macht. Das muss ja hier auch irgendwo sein. Da. Oh, okay, Leder. Okay, 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 das heißt, wir brauchen auch Leder. Neue Mission, Leute. Lederfarmen. Pumpkin Pie. Guck mal, Kürbis, Sugar und Egg. Zucker kann man aus Zuckerrohr, glaube ich, machen. Eier, ja, von Hühnern halt. Und Pumpkins, die haben wir ja sowieso. Und hier rote Beete-Suppe. Ach krass, okay. Die könnten wir eigentlich auch machen, ne? Dann bräuchten wir nur noch so eine Bowl. War hier irgendwie das Rezept dafür? Und hier so ein Bücherdings. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Also was wir damit machen können. Ja, so. Trapdoor. Pressure Plate. Davon wollte ich auch nochmal welche machen. Zack, zwei Stück. Die würde ich dann einmal hier vorne platzieren. Genau, damit die Tür immer vernünftig zu ist. Eigentlich können wir dann direkt noch mehr daraus machen. So, dann kann hier auch noch mal eine hin. Und hier eigentlich dann auch, ne? So, dann sind unsere Türen wenigstens immer zu. Und hier dann auch noch mal direkt zwei Stück. Bam, bam. Und hier auch. Boah, wie viele Türen wir haben. Wild. Okay, so. Das heißt, immer wenn wir von draußen reinkommen, dann müssen wir die zwar einmal manuell aufmachen, aber dann gehen die wenigstens automatisch wieder zu. Und raus können wir auch immer so. Ja, perfekt. Okay, sehr nice. So, dann haben wir das geregelt. Papier, genau, wie gesagt, Leder brauchen wir dafür. Und wie war das hier mit dieser... Wie war das mit dieser Suppendings da? Da konnte man ja... Da muss ich jetzt einmal gucken. Wo ist denn das Rezept für diese Schale? Boah, ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, war das nicht irgendwie so? Ja, guck mal, zack. Bam. Und dann so, ne? Wie viele können wir uns denn machen? So.
Ach, die kann man nicht mal stacken. Ich weiß auch gar nicht, was die... Ich habe irgendwie neue Rezepte. Kann man irgendwas da draus nochmal machen? Ich guck mal gerade, da stand eben auf jeden Fall oben, dass ich ein neues Rezept habe. Vielleicht hier. Ah, warte mal, warte, warte, hier. Hier ist diese Bowl, habe ich jetzt gerade gefunden. Hier kann man irgendwie was mit einem Spinnenauge machen. Das ist der Enchanting Table, den bräuchten wir für, um Sachen zu verzaubern. Aber wir haben ja Diamant und Obsidian auch und ein Buch haben wir auch sogar schon. Das ist eine Pilzsuppe oder so, goldener Apfel. Ich sehe jetzt hier gerade keine neuen Rezepte. Ich weiß gar nicht, was diese Suppe überbringt. Wieso kann man die nicht stacken? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Aber gut, ist dann halt erstmal so. Ich würde gerne, also die kann ich ja auch abbauen, ne? So, genau, da haben wir die Laterne wieder. So, hier würde ich, glaube ich, so, ich würde mal so eine richtige Küche hier hinziehen, also wenigstens so, so ein bisschen, sage ich mal. Und dafür würde ich hier auch gerne noch ein paar Truhen hinbauen, weil das brauchen wir ja sowieso. Dann machen wir einmal hier, zack, eine Kiste, dann nochmal eine weitere Kiste. So, zack, zwei. So, hier sind die Kisten. So, zwei Kisten hier hin. Und oben könnte man eigentlich auch Kisten irgendwie hinmachen, ne? Ich muss mal gleich gucken, wie das aussieht. Ich mach mal gerade erstmal noch mal eine Kiste. So, wenn man hier oben, zack, da eine Kiste hinmacht. Und dann würde ich, so, wo ist denn das Rezept dafür für diese Falltüren? Das habe ich hier vorhin schon gesehen. Trapdoors, das sind die hier. Okay, dafür muss man einfach nur 6 Stück nebeneinander setzen. Dann kriegt man 2 Stück, nochmal 2, nochmal 2. Machen wir uns mal direkt ein paar Stück davon. 8 erstmal. Dann mache ich hier halt so Regale draus. Also dort schon mal eins. Dann machen wir hier noch ein Regal hin. Wobei, das würde ich bis hier hinziehen. Dann kann man ja hier so ein Ding hinballern. Zack. Und dann würde ich hier auch 1, 2, 3 und die alle hochklappen. Ja, das ist schon mal ganz nice. So, da kann man ja immer noch drauf zugreifen. Ich würde hier vielleicht sogar Teppiche drauf machen, wenn das geht. Ich guck mal, wir haben ja Wolle, ne? Wir müssen irgendwo Wolle haben, genau hier. So. Direkt mal ein bisschen dekorieren hier, ist wichtig. So. Zack. Mal gucken, ob das klappt. Ach nee, das geht nicht, weil hier oben die Falltüren sind, ne? Die blockieren das. Schade, okay. Nee, dann klappt das mit dem Teppich nicht. Schade. Naja, dann würde ich sagen, dass wir trotzdem erstmal den Teppich verarbeiten. So, dass wir. Ja, ich lege hier einfach einen Teppich rein. So. So ein Ding ist das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Haben wir hier einfach mal einen Teppich reingelegt. So, und die Küche, so, wie könnte man die weiter verarbeiten, oder? Man kann hier oben ja so Dunstabzugshauben andeuten. Da überlege ich gerade nur, wie man das am besten macht oder wie das am nicesten aussieht. Eventuell mit Eisenfalltüren. Die hier irgendwo drin? Hier, Iron Trapdoor, genau. Dafür brauchen wir einfach nur 4 Eisen. Das haben wir ja auch. Da haben wir eine. Dann haben wir 2.
Zack. Und die setze ich einfach hier oben hin. Zack, zack. Dann haben wir die Abzugshauben. Und hier würde ich vielleicht nochmal Platten draufsetzen. Auch aus Eisen. Die gehen ja so, ne? Zack, zack. Dann machen wir davon zwei Stück. Setzen die einmal hier oben drauf. Dann haben wir hier schöne schöne Öfen. So. Dann packe ich einfach mal hier auch direkt ein bisschen Kohle rein. Das ist ein bisschen komisch, dass es hier so frei ist, ne? Es wäre eigentlich cooler, wenn das so durchgehend ist, aber naja, dann würde das hier oben mit diesen Dingern nicht passen, ne? Schade. Schade, schade, ist aber so. Ja, ist dann halt einfach so. Können wir jetzt erstmal nicht ändern. So, dann so kommt die weiße Wolle hier einmal wieder zurück. Die brauchen wir dann erstmal nicht. Die Laterne, genau, stimmt. Vielleicht können wir hier. Ich kann ja hier oben einfach mal so die Laterne. Wie macht man das denn? Mit Shift, ne? Ja. So. Ja, doch. Lassen wir erstmal so. Genau, aber wieso ich das Ganze hier machen wollte, weil ich hier Nahrung reinmachen wollte. Also diese roten Beete-Dinger. Dann machen wir hier nochmal die leere Schüssel rein. Und Papier, stimmt, dafür brauchten wir ja immer noch Leder, war das Ding, ne? So, und sind hier zufällig irgendwo Skelette? Ich gehe mal gerade hoch, haben wir eine bessere Aussicht? Also eine bessere Übersicht. Hier ist irgendwie gar nichts gerade, ne? Hier auch nichts. Ich guck mal gerade hier auf der Seite noch mal raus. Sehe ich aber auch nichts. Komisch, ja, dann würde ich sagen, ich renne einfach mal ein bisschen noch mal weiter und irgendwo finden wir dann bestimmt noch was. Ja, guck mal hier zum Beispiel, zack, einfach versteckt unter den Bäumen. So, hier noch mal ein Kollege, aber auf die habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Noch mehr Zombies, da war ein Skelett da hinten. Und ein Enderman. Ah, okay, den will ich jetzt auch nicht angreifen. Ich gehe einfach mal hier direkt offensiv auf das Skelett drauf. Zack, zack. Nichts. Und hier sind wahrscheinlich Bäume verbrannt, ne? Durch diese Lava. Achso, das ist ein Pferd. Ich dachte gerade, das wäre eine Kuh. Wobei Pferde geben mir eigentlich auch Leder, ne? Aber ich will die. Die will ich jetzt eigentlich auch nicht, nicht einfach so schlachten. Ich würde sagen, dass wir uns gleich vielleicht mal hier so einen Käfig anlegen. Also so ein, ne, was heißt Käfig? Ein Gehege anlegen, wo wir Kühe züchten. Weil die Kühe kann mich ja, glaube ich, anlocken. Mit Getreide, was wir ja schon haben. Und dann, ja, genau. Und dann können wir hier so ein paar Kühe züchten, würde ich sagen. So, erstmal hier einmal runter. Das ganze Bambus nochmal verarbeiten. Alles schön zu Papier machen, ganz wichtig. So. Obwohl das jetzt auch noch gar nicht so wichtig ist, weil, ja, wir brauchen ja sowieso noch. Ne? So. Gunpowder haben wir. Das hier war diese Monster-Loot-Kiste, ne? So, Gunpowder machen wir mal so hier hin. Ba-ba-ba-bam. Genau, so, schlafen wollte ich jetzt einmal. Genau, und dann machen wir das gleich, würde ich sagen. Dass wir uns, wobei, bevor ich schlafen gehe, kann ich ja schon mal die ganzen Zäune machen für das Gehege. Da werden wir ja auch einige von brauchen. Wobei, wir haben sogar schon 13 Stück. Das ist cool. Wir haben zwei Stück davon. Die benutze ich gleich auch einmal. So, genau. Oak-Fans, Birch-Fans. Ich würde, glaube ich, das Birkenholz einfach nehmen.
Und dann halt noch mehr daraus machen. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder Holz. Wir haben davon so viel Holz, okay, wild. Machen wir mal so 40 Stück. So. Bam. Das sollte erstmal reichen. So, und dann war das so, ne? Zack und dann zack und zack. Dann haben wir, genau, perfekt. Dann haben wir erstmal 45 plus die hier 58 Zäune. Sehr gut. So, und die wollte ich dann einmal hier oben reintun, damit man das so nochmal extra hat. Und eventuell könnte man hier noch so ein Gemälde oder so hinhängen. Gemälde, Gemälde. Dafür brauchen wir, glaube ich, weiße Wolle und Sticks. Painting, badam, sehr nice. Dann, oh, wir können das nur hier unten hinhängen, okay. Ach, wegen diesen Dingern, das passt da dann nicht rein, ne? Dann vielleicht einfach mal hier oben so. Na doch, das ist cool. Auch das gefällt mir. Nice, sehr, sehr schön. So, und jetzt wird es langsam auch Tag. Das heißt, wir müssen auch gar nicht unbedingt schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, oder kann man jetzt noch schlafen? Dass es dann komplett hell ist. Ja, können wir, aber ich will ehrlich gesagt einmal gerade kurz den Sonnenaufgang sehen. Weil ich habe mir das, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, jetzt hier mit diesem Texture Pack und dem Shader. Deshalb will ich mir das vielleicht einmal gerade kurz angucken. Da hinten, dort leuchten die Blätter schon so krass. Da hinten auch. Durch den Sonnenaufgang. Da hinten ist ein Enderman. Wie sieht es hier aus? Oh, und da, guck mal, jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen hier durch. Guck mal. Nice! So, unser erster Sonnenaufgang, den wir zusammen hier erlebt haben. Auch eine coole Erfahrung. So, genau. Und dann will ich. Achso, ich brauchte ja. Ich musste ja die Dings hier mitnehmen. Die Getreide. Weizen. Wie genau heißt das Ding? Wo habe ich das überhaupt? Hier ist das. Wheat. Ja, genau das. So. Weil damit kann ich die Kühe ja anlocken. Und die Zäune. Habe ich die? Ja, die habe ich ja unten mit. Perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir. Ich dachte gerade, das wäre ein Skelett. Schade. Dann würde ich sagen, dass wir hier vielleicht einfach mal ein Gehege anlegen. Sagen wir mal, ich fange hier an. So, dann ziehen wir das hier entlang. Zack, bis hierhin. Dann gehen wir hier weiter. So. Dann gehen wir hier weiter. So. Und dann gehen wir, zack, ab hier. Hier in diese Richtung. Ja, und ich brauche eigentlich noch Tore, ne? Ja, was heißt eigentlich? Also ich brauche die. Ja, ich brauche Tore. So, dann würde ich sagen, so, dann fällen wir einfach mal hier diese Birken, weil ich glaube, wir haben gar kein Birkenholz mehr. Ich habe, glaube ich, ehrlich gerade alles verbraucht, aber wir haben ja ein paar nachgepflanzt, also alles cool, kein Problem. So, dann nehmen wir das ganze Holz mit. Dann mache ich gleich nochmal schnell zwei Tore. Und dann können wir gleich unsere ersten Kühe hier einfangen. Ich hoffe, dass die immer noch da hinten sind und nicht schon abgehauen sind, ne? Man weiß ja nie. So. Birkenholz, da ist das. Okay. Was mache ich? So, zack. Sticks haben wir. Und ich glaube, Tore macht man so, ne? Genau, dann haben wir 1. Dann mache ich mal direkt noch mehr daraus. Dann machen wir 2, also nochmal 3 Stück, dass wir insgesamt 4 Stück haben. So. Genau, 4 Stück. Dann mache ich so auf jeder Seite 2 Stück rein. Also hier ein Doppeltor.
so und hier ein Doppeltor. Und ich mache das mal auf, dass wir direkt hier rein können, sobald wir eine Kuh finden. Und ich hoffe, das funktioniert. Also mit, man kann das ja auch mit diesen Leinen machen. Aber davon habe ich halt immer noch keine gefunden. Und stimmt, irgendjemand hat mir geschrieben in den Kommentaren, man kann diese Villager, also die diese rumlaufenden Karawanentreiber, die kann man töten und dann bekommt man davon eventuell auch Leinen. Wir hatten ja mal einen bei uns. Und guck mal, zack, oder so geht das auch. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange die mir folgen, ne, mit diesem Weizen. Weil ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen kompliziert, dass die irgendwie auf einmal nicht mehr mitlaufen. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch nicht alle anderen Tiere anlocke, sondern wirklich nur die Kühe. So. Und ich hoffe auch, dass die jetzt hier nicht in die Lava fallen. Aber ich glaube, so dumm sind die nicht. So, kommen wir hier mit. Zack. So, kommen wir mit. So, die eine haben wir jetzt abgehängt. Ne, die kommt immer noch. Sehr gut. Guck mal, jetzt haben wir das Schaf nämlich auch. Und jetzt folgen uns alle Tiere. Aber ist okay erstmal, weil vielleicht machen wir uns dann einfach nochmal eine Schafzucht auch nochmal, aber dann halt erst ein bisschen später. Das kriegen wir schon irgendwie hin, glaube ich. So. Zack, dann machen wir jetzt einmal schnell zu. Erstmal. Und so, komm mal her. So, die Kühe. Zack, weil dann können wir die so einmal gerade den Kühen direkt das Weizen geben, weil haben wir jetzt direkt noch eine Babykuh da. Perfekt, guck mal, und damit ist unsere Zucht eröffnet. Und das Schaf bleibt erstmal hier drin, würde ich sagen. So. Werden die von Kartoffeln auch angelockt? Nein, ne? Irgendwie sah das gerade so aus, als ob die mir hinterhergerannt ist, aber so. Genau, dann haben wir ab jetzt eine Kuhzucht, weil wir haben direkt zwei Kühe. Das ist perfekt. Das ist ehrlich perfekt, dass wir direkt zwei bekommen haben. Richtig stark. Okay, so. Dann würde ich sagen, haben wir gerade... Nee, wir haben keine Kiste hier, weil dann würde ich nochmal schnell eine Kiste machen und die neben die Kuhzucht einfach mal packen. Und dann können wir ab demnächst dann halt immer direkt dort das Weizen rausholen. Und bababam, so, wo ist das Ganze? Hier ist Holz. Oaklock. Ich nehme mal das Oaklock lieber, weil ich das jetzt nicht so sehr brauche. Genau, eine kleine Kiste. Und die stellen wir... hier ist der Eingang. Hier, so direkt neben dem Eingang hin. Zack. Und die Blume hier hin. Zack. Sehr cool. Okay. So, das heißt, Leder wird dann etwas sein, was wir nach und nach auch immer weiter farmen werden. Da haben wir jetzt den Anfang gemacht. So, dann kommen wir an die Bücher irgendwann dran mit Verzauberung und so weiter. Genau, ich könnte aber eigentlich ja schon diesen, den, guck mal, 3 Obsidian... und 2 Diamant. Dann würde ich sagen, wir können ja eigentlich schon mal diesen Dings machen, ne? Wo habe ich das Buch hin? Wir hatten noch irgendwo ein Buch. Habe ich das hier irgendwie reingepackt? Ja, genau, hier. Zack. Da können wir ja den Verzauberungstisch schon mal craften eigentlich. Weil dafür braucht man ja so... Oh, nee, wir brauchen noch ein Obsidian. Wir brauchen 4 insgesamt. Oh. Ja, nee, dann wird das doch noch nichts. Ja, moin, wir brauchen 4 Stück. Lost. Na gut, dann, dann halt noch nicht. So, dann packen wir das erstmal wieder zurück und das Buch... auch, aber ich packe das mal hier rein. Das passt ja hier zu diesen Karten und Papier. Ja, moin, dann machen wir das ein bisschen später. So, und dieses verrottete Fleisch, was ich hier habe, das kommt dann auch nochmal hier rein. Zack. Und
Diorit. So, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht jetzt noch mal, habe ich eine Schaufel. Natürlich nicht. Weil dann würde ich sagen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen was an Gravel farmen. So, und das Weizen packe ich dann hier noch mal zurück. Weil wir das ja so oder so auch noch brauchen werden. Sogar noch einiges davon. Na? So, das heißt erstmal ab in die Höhle. Und irgendwo hier in dieser Höhle hatten wir ja Gravel gefunden. Ist das Gravel? Nein, ne, das ist Diorit. Das auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, irgendwo hier unten auch, ne? Und diesen Abstieg, da habe ich schon immer gesagt, ich mache das irgendwann mal schöner, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nie mehr dazu kommen werde. So habe ich irgendwie das Gefühl. I don't know. So, und Kohle nehme ich jetzt auch mal mit. Und Eisen können wir bei Gelegenheit, wenn ich hier noch was finde, auch noch mal mitnehmen. Weil wir davon auch nicht mehr so viel haben, ehrlich gesagt. Das heißt, zack, alles einmal mitnehmen. So, Kohle auf jeden Fall auch mitnehmen. Der Aufstieg, der ist wieder verbrannt, ne? Machen wir mal so einen Block dahin. Und dann die Kartoffel einmal essen. Zack. Und dann, so. Gucke ich jetzt mal. Das ist auch wieder Diorit. Hier haben wir noch mal ein bisschen mehr Kohle. Und es kann sogar sein, dass wir, ich glaube, wir haben noch irgendwie einen Höhlengang, den wir noch nie erforscht haben, ne? Das ist mir letztens einmal aufgefallen. Ich habe mir tatsächlich sogar selber noch mal mein eigenes Let's Play angeguckt. Und da ist mir das, glaube ich, aufgefallen, dass wir irgendwo noch einen Gang haben, den wir noch nie erforscht haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo der ist. Irgendwie ist hier ein bisschen dunkel, ne? So, hier ist noch ganz viel Kohle. Aber irgendwie kompliziert, das hier oben rauszureißen. Feiere ich irgendwie nicht so sehr. Egal, machen wir trotzdem. So. Zack. Zack, da müssen wir jetzt durch. So. Da ist ein Creeper. Moin, habe ich gesehen. Komm, der kann mal explodieren hier. Genau, perfekt. So. Dann hängen wir die Fackel zwar wieder auf, hier auch. Weil es da wahrscheinlich so dunkel war. Und dann nehmen wir hier auf jeden Fall das Eisen auch noch mit, weil davon haben wir auch gar nicht mehr so viel, habe ich gerade gemerkt. Vor allem, weil ich auch so sinnlose Sachen daraus jetzt gemacht habe, ne? Also so einfach so Eisenfalltüren und Eisengitter für die Küche. Aber egal, ich lege halt sehr viel Wert darauf, dass Sachen auch vernünftig aussehen. Und ja. So, machen wir einfach mal zu hier. So, hier ist sonst nichts mehr. Da kommt der Block rein. Vielleicht war das auch weiter unten. Ich bin mir ehrlich halt nicht mehr sicher, ne? Das ist auch kein Kies. Hier haben wir noch mehr Eisen, so das nehme ich dann auch noch mal mit. Junge, Junge, hier unten geht es ja auch nochmal ab. So, zack. Zack, zack, zack. Einfach mal alles mitnehmen. Ganz wichtig. So, dann machen wir hier erstmal wieder zu. Und hier ist Kohle oben. Das ist wahrscheinlich auch kein Kies. Nee, alles kein Kies. Alles kein Kies hier. Oder war das hier hinten? Hier ist es irgendwie auch dunkel, ne? Ich setze hier mal überall noch ein paar Fackeln rein. So, hier haben wir noch mehr Eisen. Alles mitnehmen. Krass, dass ich das noch nie mitgenommen habe. Ich bin immer dran vorbeigelaufen, aber ich war immer zu faul. So, erstmal wieder zumachen. Hier haben wir noch mehr Kohle. Na, genauso mit der Kohle bin ich gerade auch zu faul. Hier, das ist Kies. Ja, das ist Kies. Perfekt, okay. Würde ich sagen, let's go. Dann nehmen wir hier das Kies einfach mal mit. Ach, vor allem, da geht es ja noch weiter. Das Kies hat hier einfach eine ganze Höhle versperrt. Dödin.
Ja, was heißt eine ganze Höhle? Eigentlich ist das ja okay. Nur so ein bisschen. Wobei, nee, warte mal. Aber hier waren wir schon. Naja, egal. So, wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Kies hier zusammen. Ordentlich Schotter. So, die beiden gehören noch dazu. So, hier diese ganze Schicht. Ich nehme jetzt hier alles mit, was ich hier kriegen kann. So. Ah, sehr cool. Nice. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Sand haben wir ja auch noch ein bisschen was da. Wobei ich befürchte, dass wir irgendwann noch mehr Sand farmen müssen. Ich glaube, das, was wir bis jetzt haben, reicht halt immer noch nicht komplett aus. Aber ist okay. So. Zack. Dann machen wir. Ne, nicht mit Gravel. Ich dachte, das wäre Cobblestone. Oder Diorit können wir da einfach reinpacken. So, den Dreck. Zack, und dann einmal hier wieder hoch. Und das ist. Ja, das ist alles kein Kies, das auch nicht. So, von hier sind wir gekommen. So, war hier noch was? Hier unten? Sind wir mal von hier gekommen? Doch, ich erinnere mich. Ich hatte hier Angst, dass ich in diese Lava reinfalle, ne? Und wenn wir schon mal. Ach nee, ich kann. Ja, moin, ich kann ja kein Obsidian abbauen, weil wir kein. Weil wir keine Diamantenspitzhacke haben, ne? Da ist Eisen und hier oben war. Ich will hier gerade mal hochgehen. Und überprüfen, ob ich hier wirklich schon mal war oder noch nicht. Aber. Ja, doch, safe. Ich muss ja hier gewesen sein, weil die Fackel hier ist. Und hier. Hallo. Zack. Ja, normal. Und hier sind halt diese ganzen Gleisen. Also, ja, doch, ich weiß, wo wir sind. Hier geht's zum Ausgang und hier kommen wir zum Spawner gleich. Da will ich. Komm, ich will da gerade nochmal hingucken. Ich war da jetzt schon länger nicht mehr. Und das hat zwar letztes Mal irgendwie nicht ganz geklappt mit dieser Falle, aber vielleicht. Hier wollte ich die halt immer irgendwie hinlocken, ne? In dieses Wasser. Kann man die durch Glas, also können die durch Glas durchsehen und werden davon angelockt eigentlich oder nicht? So, hier war das, ne? Genau, hier können wir jetzt nämlich runtergehen. Da war auch noch überall Eisen gerade. Und dann war die Idee immer, dass man hier. Wobei, hier konnten die auch irgendwie durch, so, ne? Ich weiß nicht, ich musste immer noch auf eure Kommentare warten. Ich habe da immer noch nichts, keine Rückmeldung bekommen. Ich warte mal einfach, was ihr dazu sagt. Zu der ganzen Monsterfallen-Geschichte. Das Projekt, was bei uns völlig in die Hose gegangen ist bisher. Aber vielleicht wird das irgendwann noch was. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich das einfach nur dumm gemacht. I don't know. So. Hier geht es dann auf jeden Fall zurück. So, und hier sind die ganzen Spinnen. Und da ist ein Creeper. Und ich will nochmal hier hingucken. Letztes Mal sind wir selber da reingefallen. Ne, guck mal, da ist eine. Guck mal, da ist jetzt eine Spinne drin. So, das will ich jetzt. Ich muss das jetzt gerade nochmal abchecken, Leute. Da war ja gerade eine Spinne drin, das heißt, die müsste da ja eigentlich runterfallen. Und die müsste dann eigentlich hier ankommen. Zack. Guck mal, der explodiert sogar ehrlich nicht, ne? Zack. Und zack. Nice. Ja, bis auf, dass ich halt diese Ressource gerade nicht bekomme. Aber das heißt, theoretisch könnte das funktionieren, ne? Also man könnte jetzt hier das mit den Ressourcen so lösen, dass man hier Trichter drunter packt und die alles hier zu uns werfen. Das würde funktionieren. Ich meine, dieses Schießpulver ist mir jetzt auch egal, das brauchen wir nicht. Und die Spinne kann auch sein, dass sie sich irgendwo an der Seite festhält, ne? Die können ja so hochklettern mäßig. Ja gut, aber es ist gut zu wissen, dass sie, ne, dass der Creeper mich jetzt nicht gesehen hat, also dass er nicht angreift. Das, ja, das ist schon mal ein guter Hinweis für mich. So.
Naja, okay, so. Das Projekt ist halt halb aufgegangen, sagen wir mal. Aber wir haben wenigstens Gravel jetzt mitgenommen. Und das könnten wir dann auf jeden Fall bald mal verarbeiten. So, hier war ich, glaube ich, vorhin auch drinne. So, und hier geht es dann wieder hoch. Sehr nice. So, da ist sogar noch Eisen. Zack. Und hier geht es wieder hoch. Zack, 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 zarab, zack, zarab. So. Bei Sand ist das Ding, das brauchen wir halt gleich doppelt, ne? Weil wir brauchen ja Sand für das Beton, aber auch für Glas. Deshalb reicht unser Sand halt noch nicht aus. Aber gut, wir wissen ja jetzt mittlerweile, wo wir an Sand kommen. Ich habe ja immer noch die Riesenkarte. Und ja, da können wir uns ja dran orientieren. So, dann haben wir jetzt Kies, ne? Was hier reinkommt. So, nicht Cobblestone, so hier Kies. Da nochmal haben wir jetzt ein Stack und dann würde ich sagen, komm, machen wir einfach mal direkt schon ein bisschen was. Moin, so. Hallo, so, warum nehme ich das nicht mit raus? So, Kies. Guck, wir haben halt ehrlich nicht mehr so viel Sand, ne? Insgesamt vielleicht noch ein Stack. Ist ehrlich halt nicht viel, aber na gut, es ist halt so. Okay, dann würde ich sagen, so, zack, zack, zack. Gravel, zack, zack, zack und zack. Und weißer Farbstoff. Bam. Wie viel haben wir? Oh, Alter, zwei ganze Stacks. Sehr, sehr nice. Okay, den Rest packen wir dann einfach hier erstmal wieder zurück. Gravel und Sand. Und so, weißes Concrete Polder. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal hier erstmal wieder diese Linie, so wie wir das letztes Mal auch schon gemacht haben, aber diesmal so eine Dreierlinie einfach mal. Zack, zack, zack. Einfach mal hier alles reinballern. Und das sieht so unnormal clean aus, ne? Diese weißen Blöcke. Ehrlich, feiere ich komplett. So. Zack. Einfach mal hier vielleicht weiter. So. 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 Das sieht halt ehrlich unnormal clean aus. Okay, so, dann würde ich sagen, dass wir das erstmal schon wieder abbauen. Ist schon ein bisschen umständlich jetzt immer hier das Ganze hier reinzusetzen und wieder abzubauen, aber was soll's. Hauptsache, wir kriegen diesen weißen Beton und stark, dann haben wir jetzt direkt schon zwei Stacks gesammelt. Das ist sehr, sehr nice. So, hallo, moin. Ich bleib mal erstmal hier oben drauf. So, so, so. Nehmen wir alles mit. Und ich glaube, das Wasser, das wird ja auch alles wieder so normal. Also das, ne? Nicht, dass hier irgendwelche komischen Strömungen entstehen oder so, aber ich glaube eigentlich nicht. So, und hier unten, das fließt hier gleich weg. Okay, ich baue gleich auf jeden Fall nicht mehr dort, wo zwei Blöcke Tiefe drin ist im Wasser. Das habe ich gerade gemerkt, das nervt. So, und die Spitzhacke ist gleich auch wieder komplett kaputt. So, so und so. Zack, dann sammeln wir hier erstmal alles wieder ein. So ein Stack, perfekt. Und dann haben wir ja nochmal das Ganze. Das heißt, da können wir auch direkt hier wieder anfangen. So, zack, einfach mal alles hier erstmal reinsetzen. So, 16 Stück noch. Zack, 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 hier einmal so. Hier nochmal eine Linie. So, und dann hacken wir das auch alles wieder raus. Und ich weiß nicht, ob die Spitzhacke das jetzt noch mitmacht oder nicht. Müssen wir gleich einfach mal schauen. So, zack, zack, zack. Also jetzt entstehen hier zwar Strömungen, aber ich glaube, die sind halt gleich alle wieder weg, sobald man
alles abgebaut hat, ne? Ja, genau, das passt. So. Okay, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Alter, guck mal, wie lange das mit der Hand dauert. Kann man das mit der Axt? Nee, ne? Mit dem auch nicht. Okay, wir brauchen dann auf jeden Fall eine Spitzhacke nochmal dafür. Machen wir uns. Brauchen wir so oder so, früher oder später. Achso, und wir können ja auch hier so das ganze Eisen dann schon mal braten. So, dann haben wir hier zwei Stickies und eine Spitzhacke. Und dann können wir hier weiter hacken. Und da hinten fliegen noch so ein paar Blöcke rum, die sammle ich gleich natürlich ein. So, zack, 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 und zack. So, sehr cool. So, hier nochmal Blöcke und da hinten auch nochmal. So, alles einsammeln, sehr schön. 56 plus 64, das heißt genau 120 Blöcke, die wir gerade gemacht haben. Stark! So, das da rein. Guck mal, jetzt haben wir schon fast 3 Stacks. Sehr nice. Also es geht langsam voran. So ein bisschen Gravel. Ja, wir müssen irgendwann halt noch mehr Gravel farmen. Flint. Ja, Flint ist Schmutz. Das kommt mal einfach hier mit rein. Ich weiß gar nicht, wofür man das überhaupt braucht. Für Pfeile, glaube ich, ne, kann man das benutzen. Aber, naja. Gut, so, dann würde ich sagen, dass wir jetzt vielleicht nochmal kurz hier zu den Kühen laufen und ich hoffe, das funktioniert. Ich wollte das Getreide eigentlich hier reinlegen. Ach stimmt, ich habe das letztes Mal hier wieder reingepackt, aber ich wollte das eigentlich dort haben, na, damit nicht genau das passiert, was mir gerade passiert ist. So, mal gucken, geht das wieder? Ja, perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt 4 Kühe und ab dem nächsten Mal kriegen wir halt 2 neue dazu und nicht nur eine. Sehr nice. So, die kommen jetzt hier wieder rein und dann genau, nehmen wir das vielleicht nochmal mit und dann werde ich gleich erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Haben wir diesmal so ein bisschen einfach gefarmt, so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Es war nicht großartig viel Neues erlebt, wobei doch, wir haben ein bisschen rumgekämpft. Wir haben halt diese ganzen weißen Blöcke, ja, so ein bisschen vorbereitet. Langfristig. Ist ja auch okay. Ne? So. Genau, so. Dann das Spinnennetz räumen wir erstmal am Ende der Folge hier nochmal auf, weil immer wenn ich reinkomme, dann vergesse ich das immer. So, erstmal hier oben das zum Holz. Das kann ich erstmal behalten. Dirt. Komm, das kann hier rein. Kohle. Packe ich einfach mal alles hier rein. Wobei ein bisschen Kohle würde ich, glaube ich, immer behalten. Man weiß ja nie. So, was haben wir noch? Diesen Table. Hier die ganzen Leitern. Zack, oben auch zum Holz. Hier die 2 Setzlinge kommen hier rein. So, die Zäune können hier oben rein. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Ja, ist in Ordnung. Okay, sehr cool. So, dann würde ich sagen an der Stelle, dass ich hier dann erstmal die Aufnahme beenden werde. So, erstmal vielleicht nochmal kurz essen. Ganz wichtig. So, okay. So, dann drehen wir uns einmal schön um. Und genau, dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Cool, dass ihr dabei wart. Feiere ich auf jeden Fall. Es gibt einige, die diese Let's Plays unnormal feiern. Die sagen sogar krasser als die Häuser, die ich sonst immer auf meinem Kanal mache. Finde ich richtig cool. Und ja, danke euch auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.